So, willkommen, ihr Lieben. Wir sind zurück. Wie versprochen, sind wir nach Rhodes geritten. Und ja, ich würde mal sagen, da das ja die letzte Folge nicht so hingehauen hat, vielleicht liegt es an unserer Montur. Also, wir ziehen uns jetzt mal hier den Wakeney-Anzug an. So, Bums. Jetzt haben wir den offiziellen Kopfgeldjäger-Dress an. Jetzt werden wir uns nochmal in der Post aufmunitionieren über unsere Katalogbestellung und dann kann eigentlich steht einer gesunden, zünftigen Kopfgeldjägerjagd und vielleicht mal ausnahmsweise eine erfolgreiche Kopfgeldjägerjagd nichts mehr im Wege. So, Lieferungen abholen. Was haben wir denn da? Repetiergewehr haben wir alles abgeholt. Ja, ein paar Äpfelchen. Wir haben unser Pferd ja regelrecht gefüttert, gemästet. So. Dann hat das direkt mal eine Runde abgeschissen vorm Polizeirevier. Vielleicht war es das, ne? Vielleicht haben wir deshalb nicht so die erfolgreiche Jagd gehabt in der letzten Folge. Aber es kann nicht immer alles klappen, sonst wäre ja langweilig. Dafür habt ihr mal mein täglich Schwarzbrennerbrot kennengelernt, von wegen Konkurrenz eliminieren und so. Nur damit ich ein paar Prozente mit der Maische, also im Einkauf, spare. Aber so sieht's halt aus im Wilden Westen, ne? Saufen, schießen, ja. Versuchen, ein guter Mensch zu bleiben, was einem aber viel, viel schwerer fällt im Wilden Westen als jetzt so im täglichen Leben. Aber da mu muss ja auch keine Tiere schießen und so. Und ich würde auch keine Tiere mehr essen. So. Gut, so viel dazu. Wo ist die Steckbrieftafel? Ja, eigentlich direkt in unserem Rücken sozusagen. Dabei ist ja nicht so, dass wir noch nie in Rhodes eine Steckbriefjagd angenommen haben. Guck mal hier. So, diesmal gehen wir aber auch ein bisschen. Naja, man soll niemals nie sagen. Turner Watts, Alvin Sanders und Peter Richter. Also Peter Richter vom Namen her, auch so wie er rüberkommt. Non-Payment of Debts in three states. Of Debts, warte mal, lesen. Gesucht wegen unbezahlter Schulden in drei Staaten und der Ermordung eines Rechnungsprüfers. Kann man dem Mann böse sein? Alvin Sanders, was hat der gemacht? Gesucht wegen Diebstahls des Wagens von Mr. Jebediah. Bin ich froh, dass ich so nicht heiße. Während dieser das Herrenhotel besuchte. Nee, finde ich voll cool. Wenn einer zu den Noten rennt, kann man dem auch das Auto mal eben entwenden. Gut, was hat der Turner Watts gemacht? Der amerikanischste aller amerikanischen Namen. So, lesen. X. Gesucht wegen öffentlicher Ruhestörung und Mordes an mehreren Saloonbesuchern in Valentine. Zuletzt gesehen bei der Flucht vom Tatort, flüchtig und wahrscheinlich bewaffnet und kann sich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern, weil er besoffen war. Den Burschen holen wir uns. So, Steckbrief auswählen. Wird nicht lang gefackelt. Turner Watts. So. Dann mal ab ins Lager. Und diesmal gucken wir auch, dass wir. Moment, vielleicht sollten wir uns nochmal eindecken. Die HG-Munition, ne? Die Jute. So, Büchsenmacher. Jetzt ist er ja gerade da, ne? Kann man eigentlich noch kaufen? Das finden wir jetzt raus. Ob man noch sich aufmunitionieren kann, wenn die Mission eigentlich schon läuft. Alles andere wäre jetzt blöd, oder? Ja, das geht schon mal. So, wir wollen HG-Munition. Katalog durchblättern. Bums. Munition. Ach, es regnet überhaupt nicht, ne? So. Highspeed, Revolver brauchen wir nicht. Repetiermunition, HG ausverkauft. Why is it ausverkauft? Da müssten wir jetzt, Moment, vielleicht haben wir einfach nur nicht nachgeguckt. Zum Glück haben wir jetzt keinen Counter. Sonst wäre blöd, wenn die Zeit jetzt schon laufen würde. So, baff, auf einmal kann es uns wieder mal nicht schnell genug gehen. So, Miss Marble steht schon parat. Komm, Miss Marble. So, wir gucken aber jetzt mal. Ach so, haha.
So, jetzt haben wir die HG-Munition wieder. Aber bloß hier nicht Knarre ziehen. Und dann mal ab zum Lager, ne? Alter, da hatten wir eben bei den, also letzte Folge bei den Schwarzbrennern. Aber deshalb haben wir den nicht stiften lassen. Also, erstmal war die Wahl ja sehr unglücklich, weil wir wollten ja einen ganz anderen nehmen. Ich weiß nicht mehr welchen. Aber wahrscheinlich haben wir deshalb auf dem seine Verbündeten so lange rumgemetzelt, ne, mit der Normalmunition. Ja, Notiz an mich selber, immer mal wieder checken. Miss Marble muss uns dran erinnern. Das switcht aber auch so super schnell um. Du hast hier den Joypad, ne, 1000 Knöpfe, also Doppelbelegung, dies, das, Ananas. Und da hast du dich schnell mal verzuppelt, gerade in so Kampfsituations. Ich bin ja schon ganz stolz auf mich, dass ich mittlerweile mal hier von Shotgun auf Lancaster umschalten kann und, ne. Ja, Tierchen lassen wir immer noch leben, obwohl heute kriegt man Punkte, wenn man Fasane killt und häutet. Also das finde ich mal richtig scheiße. So, wo ist denn unser Delinquent? Das heißt, vielleicht kommen wir ja mal richtig großflächig ums Haus rum. Könnten wir mal die Karte studieren. Der sitzt im Haus drin. Das ist blöd. Also, das ist mal richtig blöd. Ah, okay. Vielleicht kriegen wir es ja. Nee, Bogen haben wir jetzt auch nicht. Gerade. Nee, komm, Alter. Da ist ein Wildschwein. So geht der Flitzen, der andere. Wir laufen direkt mal hier rum. Komm, Miss Marble. Gucken wir mal, wo der flitzt. Wo ist er denn? Ah ja, genau. So, pass auf. So, Miss Märbelchen, dann hauen wir mal ab hier. Bist du mal auf dem Pferd? Oh, das war aber, das war ein mieser Treffer hier. Kann das sein? So, jetzt reiten wir mal großflächig. Gucken mal, dass wir den hier erwischen. Das Gelände ist natürlich jetzt nicht das coolste hier. Ja, da haben wir ihn hier. Gut, dass das Mädchen hier ein bisschen, ja, kommt, die kommt da locker hoch, ey, super. So. Wo ist er? Nein, Alter. Ah, da. Wow. Rüber. Boah, ist der schon weit, ey. Wo ist der lang? Also Bolger Glade. Ne, hier. Da ist er. Komm. Hau rein, mein Mädchen. So, weiter muss der. Da ist er. Da muss er irgendwo sein. Können ja schon mal. Verstärktes Lasso. Hier rüber. Bitte nicht. Wo ist er? Da haben wir ihn. So, jetzt kommen aber bestimmt die anderen. Kann ich dem noch eine reintreten? Na, aufheben. So, merke, wenn man je schneller man reitet, desto schlechter gehen sie flitzen. Kann man dem noch eine reinhauen? Das ist immer das Beste. So, jetzt gucken wir mal, dass wir so schnell reiten, dass der gar keinen Bock mehr hat. Naja, wenn das klappt. Wo bleibt denn die dramatische Mugge, Leute? Du, der Kneipenwüstling, Alter. Wie viel hat er umgebracht? So, hier geht's rüber. Wir versuchen mal hier schön im Takt zu bleiben. Hier rum und dann einmal Schnauze. Uah.
Sind wir noch richtig? Ja, sind wir. Weil der Arsch, der geht doch bestimmt noch mal stiften, Alter. So, jetzt kommen die Idioten noch. So, wir werden aber schneller reiten als die, ja. Ja, oder hätte ich jetzt wegen der Dramatik langsamer bleiben sollen, aber dann geht der uns wieder stiften und dann verkacken wir wieder wie Hulle. Es läuft doch gerade für uns nicht verkehrt, sag ich mal. Da sind wir doch richtig froh drum. 5 Minütchen haben wir noch. So, jetzt aber mal gucken, dass wir hier bei der Abgabe, bei der Endabnahme, der könnte jetzt natürlich wieder abhauen. Nee, warte. Fremde Person entfernen. Sie fremde Person, geht so. Also das lief ja wie Butter, Alter, im Vergleich zu letztes Mal. Aber wir haben auch die richtige Taktik gehabt und uns jetzt hier nicht in lange Gefechte verwickeln lassen. Das war ja fast die Zen-Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen gekillt haben. Doch, einen, den ersten. Buff, ab dafür. Oh, sehr, sehr motiviert, der Gute. So, klasse. Wir haben sogar hier die tägliche Herausforderung gezählt. Er geht auch automatisch auf sein Pferd. Stell mal vor, wir wären jetzt auf das vom Sheriff gestiegen. Hätten wir direkt den Mega-Stress gehabt. So, wo ist der Saloon, Leute? Ich würde mal sagen, darauf zischen wir uns jetzt erstmal ein. Wir werden ja immer routinierter. Naja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Siehe Folge 8. So. Oder war es schon die 9? Ich weiß es nicht. Ich komme selber durcheinander. So, guck mal hier im Hohen Haus. Da binden wir jetzt erstmal hier Miss Marble an. So. Und dann gehen wir mal rein hier auf den Drink. So, jetzt wäre ich fast über das Pferd gefallen, weil das keine... Guck mal, vorbildlich hier die Miss Marble, ne? Lämpchen an, die anderen haben hier alle... Und der Akku, weil ist ja Gaslaterne, also, ne, kann man nicht meckern. Der Akku bleibt noch was, ne? So. Oh, oh, hier ist aber richtig... Ja gut, ich habe ja eigentlich auch gute Klamotten an, ne? Ist ja wirklich das Ausgeh-Outfit. Ja, da guckst du, war jung. Ne? Kopfgeldjäger-Outfit. So, Barkeeper, einen Drink? Ja, mit einem Whisky würde ich sagen, kannst du meinen Trouble easen. Ja, Trinki, Prost. Und immer gut, alles daneben schmeißen, ne? Paff. Ja, gibt ja, macht ja Personal, ne? Alles klar. So, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, nach der erfolgreichen und kurzen Jagd, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar, haut mal rein, wa? Wir chillen hier noch was. Tschüssi!